Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, endlich ist es wieder soweit, Limited Edition Update. Ich habe eben, wirklich, eben gerade Post bekommen von Rossmann bzw. von Rival Loves Me und es gibt eine neue LE und ich glaube, dass diese LE mir persönlich dieses Jahr am besten gefällt. Weiß ich nicht. Ich zeige es euch. Hallo Freunde, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Bin früh aufgestanden, wir waren schon beim Arzt, es ist 9.30 Uhr. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und falls ihr Lust habt, könnt ihr am Ende diesen Videos noch ein weiteres Video gucken. Da findet ihr immer an der Seite hier zwei verschiedene Vorschläge. Zwischendurch poppt auch immer mal was auf, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Klickt da darauf, schaut euch ein anderes Video an. Ich habe mittlerweile fast 500 Videos. Und da sollte auf jeden Fall was für jeden von euch dabei sein. Bevor es losgeht, eine kleine Sache habe ich noch. Und zwar wisst ihr, dass ich ja schon seit einer Weile mit Beautymate zusammenarbeite. Und ich freue mich riesig, dass ich euch endlich die Produkte zeigen darf, die es jetzt mehr oder weniger neu gibt. Vielleicht habt ihr es bei Instagram schon gesehen. Die Booster kommen jetzt in einer neuen Verpackung. Die schützt nämlich das Produkt vor den schädlichen UV-Strahlen, falls ihr die Produkte einfach offen rumstehen habt. Und sorgt dafür, dass die Produkte einfach viel, viel besser halten. Und vor allen Dingen wollte ich euch diese Kombi zeigen. Ich blende euch hier ein Vorher-Nachher-Foto ein. Das Vorher-Foto habe ich für ein anderes Projekt gemacht vorher, bin ich offen mit euch, aber ein Vergleich. Augenlifting Booster in Kombination mit dem Koffein Booster, da ist nämlich Kupferextrakt mit drin und das sorgt so ein bisschen, dass das alles noch tiefer in die Haut eindringen kann und noch ein bisschen besser mit Sauerstoff und Feuchtigkeit versorgt wird. Und diese Kombination, no BS, so krass bei mir funktioniert. Ich meine, ihr seht es im Vorher-Nachher-Bild. Ich setze euch die Links mal unten mit rein. Ich habe wie immer einen Code mit Beautymates bekommen. Steht einmal unten in der Infobox. Beautymates könnt ihr eure eigene Hautpflegeroutine zusammen personalisieren. Es gibt sogar so einen kleinen Set-Konfigurator. Da könnt ihr einfach schauen, was eure Probleme sind. Und dann kommen die richtigen Booster für euch raus. Das ist meine absolute Lieblingskombi. Ansonsten kennt ihr auch den Selbstbräuner von letzten Mal. Oder aber auch die Creme, die ich ja immer wieder benutze. Die habe ich vorhin schon aufgetragen. Und es sieht einfach immer hier, schaut euch meine Stirn an, super frisch und gesund aus. Also schaut unbedingt bei Beautymates vorbei. Diese Booster, ich schwöre, beste Kombi überhaupt. Ihr seht, ich bin noch so ein bisschen, ja, naja, ich bin halt anwesend, ne? Und ich würde vorschlagen, wir fangen als erstes mit dem ersten Produkt an. Zwei Produkte benutze ich nicht, beziehungsweise eins aus derselben Kategorie. Die Boho Vibes Nail Polishes. Einmal in so einem schönen Rosa. Ich hatte den mir eben aufgetragen, sah sogar ziemlich gut aus. Und in so einem dunklen Rot. Verzeiht mir bitte, dass ich keinen Nagellack trage. Ich kann dazu nichts sagen, aber die Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Und auch das Packaging von der kompletten Kollektion passt sehr gut zusammen. Denn hier sind überall so kleine Motive drauf, die so ein bisschen Boho-inspiriert sind. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein Produkt, was ich super spannend finde, ist der neue Aqua Primer. Ich weiß nicht, was sie kosten, aber ihr kennt die Preise von Rival Loves Me. Das ist super günstig. Also das kostet vielleicht 2,99 und dann ist das schon ziemlich teuer. Das ist der Aqua Primer. Ein feuchtigkeitsspendender Primer mit Bambuswasser sorgt für einen besseren Halt des Make-ups und gibt der Haut zusätzlich einen Feuchtigkeitsboost. Sieht richtig gut aus und jetzt schaut mal, hier ist wie so ein Augencreme-Ding dran. Das heißt, es kommt schon raus. Oh, geil. Oh, Hammer. Ihr könnt, ich glaube, es ist zu viel. Ihr könnt das so dosieren. Riecht sehr, sehr gut. Ganz frisch. So ein bisschen wie Nivea-Creme. Kennt ihr den Duft? Jeder kennt den Duft von Nivea-Creme. Und das verteile ich mir jetzt erstmal hier im Gesicht. Ist eine schöne, gelige Konsistenz. Sehr kühlend im Gesicht. Und das trage ich mir komplett überall auf. Ich liebe ja diese Primer. Es gab ja auch mal so einen Jelly-Primer. Und was ja auch im Standardsortiment ist, dieser One Blur Drop Primer. Der gefällt euch super, super gut. Den mag ich auch. Ansonsten der So Cozy Primer war das perfekte Primer-Mäuschen für den Winter, weil er so schön feuchtigkeitsspendend und reichhaltig war. Schaut mal, wie schnell der eingezogen ist. Also, der ist schon weg und die Haut sieht sehr geebnet aus. Ihr kennt ja mein Gesicht, wenn ich mich berühre, dann werde ich meistens rot. Das ist jetzt nicht passiert und ich glaube, es liegt daran, dass er so ein bisschen kühlend war. Hier ist jetzt nicht Menthol drin oder so. Glaube ich zumindest. Nee. Panthenol ist drin. Radieschenwurzel fermentiert. Kokosnuss, also Panthenol, klingt spannend.
Sieht sehr gut aus. Ist super schnell eingezogen und gefällt mir gut. Ich bin gespannt, wie das Make-up drauf fällt. Das werden wir jetzt gleich machen. Vorher mache ich einmal meine Augenbrauen, trage meine Foundation auf und dann kommen wir zu einem Produkt, Freunde. Bleibt dran. Schaut mal, ich habe die Base einmal schnell halbwegs fertig gemacht und das hat sich alles mega gut verblenden lassen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Primer sich wie so ein, nicht wie so ein Pore Blurring Primer, sondern sehr, sehr weich zeichnet. Der liegt wie so ein ganz zarter Film mit auf der Haut, versorgt die Haut darunter mit Feuchtigkeit und die Foundation sieht extrem weich aus. Schön prall, schön mit Feuchtigkeit versorgt. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Wie langanhaltend er ist und wie langanhaltend er Feuchtigkeit abgibt, das kann ich natürlich bei so einer First Impression nicht sagen. Aber First Impression davon könnt ihr mal mitnehmen. Während es unter meinen Augen so ein kleines bisschen baken darf, testen wir jetzt ein Produkt, auf das ich fast am meisten gespannt bin. Und zwar ist es das 2-in-1 Baked Rouge and Highlighter Duo. Das ist... Also Packaging erstmal super schön, ne? Das ist hartes Plastik, so ein bisschen dreidimensional aufgedruckt. Und dann schaut euch bitte das an. Wie krass sehen diese Farben aus. Super weich. Das erinnert mich von der Farbe her so ein bisschen an den Amrezy Highlighter. Und schaut euch das mal an. Das ist ein sehr zarter Glow im Swatch zumindest. Deswegen probiere ich jetzt als allererstes mal den Blush. Der sieht recht pink aus, also seid da ruhig ein bisschen vorsichtig. Und der hat auch definitiv Schimmer mit drin. Wir probieren es aus. Oh yes, Barbie is shaking. Seht ihr? Der Glow ist ganz zart. Also man sieht ihn kaum. Das ist wirklich eher nur so ein Touch von Glow. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dann könnt ihr das eventuell ein bisschen besser sehen. Gebt mir das ruhig hier nochmal so ein bisschen hin. Sehr schöne Farbe. Ich habe als erstes gedacht, dass er ein bisschen pink ist. Aber auf der Haut, wenn man ihn nur so ganz leicht auftippt, sieht super, super schön aus. Ihr habt einen Spiegel mit drin, finde ich gut. Ich nehme mal Puder hier weg. Seht ihr, ganz leicht, ganz wenig Bewegung ist mit drin. Deswegen probieren wir jetzt den Highlighter. Ich nehme hier mal einen Pinsel von Bella & BH und gehe in den Highlighter rein. Das Schöne ist, ihr könnt ja auch beide mischen. Wenn ihr wirklich auf extreme Schimmerblushes steht, wenn ihr Schimmerblush schön findet, so, dann könnt ihr ja auch noch mischen. Und dann habt ihr wirklich extrem viel. Was war das denn für ein Ton, Maxim? Also, vorsichtig, extrem glow, schön kühl, sehr hell. Also wenn ihr eine helle Haut habt, aber trotzdem so einen ganz leichten goldenen Touch haben wollt, perfekt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man die beiden auch schön miteinander verbinden kann. Sehr zarter Schimmer, also man sieht keine Glitzerpartikel im Gesicht. Ich gebe nochmal so ein bisschen was auf die Nase. Hier oben hin, seht ihr, das ist schon extrem, ne? Also das ist... I love it. Also super intensiv. Sie ist nicht hier, um zu spielen. Ich mische jetzt mal beides nochmal so ein bisschen hier für den Übergang. Geht auch sehr gut. Hammer. Okay. Das Schöne ist, da bin ich ja so ein bisschen biased, ne? Wenn man so günstig Produkte rausbringen kann und die so gut sind... Was kostet der Bums hier von Charlotte Tilbury? 50, 60 Euro? Try me. Also, Base gefällt mir gut. Ich glaube, das seht ihr. Ich hole euch ein Stückchen ab. So könnt ihr euch die Base auch nochmal von nahem angucken. Sieht super schön aus. Der Schimmer ist extrem. Der Blush ist nicht zu stark. Also das hätte ich, wie gesagt, das habe ich nicht gedacht. Ich kann jetzt hier nochmal so ein bisschen rübergehen und aufbauen. Ich mag es ja, wenn es viel Blush ist. Aber die Farbe ist auch sehr schön. Passt gut zu meiner Haut. Ich sette das Ganze einmal und dann machen wir was auf die Augen. Ihr seht einmal alles. Ich habe mir schon ein bisschen Lippenstift aufgetragen, denn ich möchte gleich ein Produkt auf den Lippen benutzen, was man eigentlich auf den Augen benutzen soll. Ich zeige es euch schnell. Und zwar ist es, wo ist es denn?
Das ist das Schätzchen hier. Die kleinen Tiegelchen kennt ihr von Riva Loves Me. Da ist zum Beispiel auch die Augenbrauenpomade mit drin. Und das ist ein Eye Gloss. Ich blende euch hier mal ein Foto ein. Glossy Eyelids sind im Moment extrem im Trend. Und ihr könnt das einfach über Lidschatten geben und ihr habt diesen Glossy Eye Look. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, wenn man so viel Make-up drunter hat wie ich. Ich will meine Base nämlich jetzt nicht kaputt machen. Ihr könnt das mit Sicherheit auch auf eure Lippen geben. Mache ich auch gleich. Ansonsten, wenn ihr auf dieses No-Make-up-Make-up steht, also wirklich nur ein Hauch Foundation habt, ein bisschen Schimmer aufs Auge und dann diesen Gloss. Das ist halt nicht so klassischer Lipgloss. Der zieht nämlich keine Fäden, sondern der ist ganz fest, der Gloss. Das ist, kann man. Wie soll man eine Textur beschreiben? Es ist auf jeden Fall nicht so sticky und glossy wie ein Lipgloss. Finde ich cool. Ich werde es jetzt nicht machen, weil, ne, machen wir nicht. Was wir aber machen werden, Freunde, ist, wir benutzen diese super süße Lidschattenpalette. Das ist die Boohoo Vibes Eyeshadow Palette mit 6 verschiedenen Farben. Könnten auch meine Farben sein. Wir haben einen hellen Ton, einen Transition-Ton, ein Rot und dann 3 Schimmertöne. Ich finde die Aufteilung von Matt und Schimmer sehr gut in der Palette. Oft ist es ja bei so kleinen Paletten, dass 2 matte Farben drin sind und der Rest nur Schimmerfarben. Hier ist es wirklich gut ausgeglichen und deswegen starten wir auch mit dem dunklen Rot. Ich nehme hier einen kleinen Pinsel und gehe hier rein, klopfe ein bisschen ab, schnappe mir meinen Spiegel und presse mir die Farbe direkt hier außen schon mal hin. Das wird die dunkelste Farbe im Look, deswegen platziere ich die hier hin. Könnte ich mir auch gut vorstellen auf einer nassen Base. Ist sehr pigmentiert und lässt sich jetzt schon, also ich sehe halt, ich habe hier so einen kleinen Packing Blende Brush. Hat ein bisschen Kickback die Farbe, ist bei Rot aber recht oft so, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich werde oft immer wieder gefragt, wie ich meine Bewertungen rechtfertige. Freunde, ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich habe natürlich immer mal wieder was zu meckern oder was zu kritisieren, aber A, es kommt immer darauf an, wie man was ausdrückt und ich habe natürlich ein anderes Gefühl, ob eine Palette, die 4 Euro, ich weiß die Preise nicht, vielleicht 3 Euro, vielleicht auch nur 1,99 kostet, Kickback hat, aber trotzdem pro Fännchen 15 geteilt durch 6, das sind über 2 Gramm pro Fännchen. Ja. Ob da Kickback drin ist, da habe ich, das ist mir dann wurscht. Wisst ihr, wenn ich eine Palette von Anastasia für 60 Euro habe, die Kickback hat, dann sehe ich das schon ein bisschen nicht so unsportlicher. Die Farbe geht sehr gut aufs Auge. Ich nehme jetzt einen fluffigen Pinsel und gehe in dieses Braun. Das ist eine schöne Transition Shade, die kann ich mir gut vorstellen als Nose Contouring. Und damit gehe ich jetzt hier einfach rüber und blende dieses Rot aus. Es könnte exakt mein Bronzerton sein. Dann gehe ich noch mal ein bisschen ins Rot und setze mir das hier wieder hin. Wir nehmen meinen Finger und gehen als erstes in dieses Rot hier. Sehr weich, sehr schimmrig. Das setze ich mir hier einmal nur so als Base schon mal hin. Und dann nehme ich mir einen kleinen Pinsel und gehe in diesen hellen. Ja, was ist das, so Orangegold? Und setze mir das hier nur ins Zentrum und gebe nochmal so einen, wie so ein Halo-Eye-Effekt. Wow, okay, die ist krass. Okay, der Augenlook gefällt mir mega, mega gut. Ich gebe jetzt noch so ein bisschen Mascara rauf. Wartet. Es gibt ja extrem viele neue Mascaras von Riva Loves Me. Habe ich neulich getestet in einem Video mit Riva Loves Me. Ich linke euch das einmal unten rein. Ihr kennt ja meine liebste Mascara von Riva Loves Me. Das ist die Never Seen Before. Die gibt es jetzt in Wasserfest. Es gibt aber eine neue und die finde ich fast noch besser. Das ist die Unbeatable Mascara. Schaut euch bitte dieses riesengroße Bürstchen an. So groß wie meine Zukunft. Boom. Fertig. Ihr fragt euch sicherlich, Maxim, was ist mit dem unteren Wimpernkranz los? Ganz ehrlich, ich finde, dass das ohne Lidschatten unten drunter, unterm Auge, immer noch so ein bisschen gelifteter aussieht. Der Schimmerton kommt dann ein bisschen besser zur Geltung. Wir könnten uns den eigentlich jetzt nochmal so ein bisschen ans Inner Corner setzen. Yes, nice. So ein bisschen hier aufs Lippenherz. Und dann geben wir uns jetzt einfach mal diesen Gloss auf die Lippen. Oder geben wir es auf die Augen. Schöner Gloss-Effekt. Sehr zart, nicht so ultra glossy. Halt so, dass es auf dem Auge schön aussieht. Freunde, was sagt da? Also ganz ehrlich, super, super gut für den Preis. Das ist halt echt, ne?
dieser helle Schimmerton auf den Augen, super schön, der Primer, fantastisch, ich liebe den Geruch. Ich glaube, das ist mein Lieblingsprodukt aus der Kollektion, weil das halt für jeden, das kannst du jeden Tag tragen. Ich trage ja nicht jeden Tag dieselbe Lidschattenpalette, aber das ist ein Produkt. Ach, komm, wir gehen mal noch mal ein bisschen rein hier. Das hier so ein bisschen übers komplette Gesicht, dass ihr. Okay. Favorite, schaut euch bitte diese Reflexion. Und das ist das, was ich meinte, ne? Mit Blush auf die Stirn, sieht aus wie echte Haut und dann dieser Glow. I love it. Freunde, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Die Kollektion sollte ab Montag ungefähr bei Rossmann sein. Wird diese Woche ausgeliefert, weiß ich. Habe ich ein kleines Zettelchen bekommen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich liebe die Sachen. Funktioniert top. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Schaut gerne hier vorbei. Hier gibt es nämlich noch zwei weitere Videos von mir, die ihr gerne anklicken könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.